Epizenterdorf, bitte. Ja, in der Eisenacher Straße, Ecke Fuggerstraße, werden drei junge Leute von mit der Pistole bedroht von einem. Ja, wir kommen mal hin. Es wird geschossen. Einer liegt, es wird geschossen. Also können Sie noch irgendwie... Ja, hallo? Ja, der eine ist wahrscheinlich tot. Der liegt da reglos. Der Tote ist Georg von Rauch. Heiz auf Kawasaki, alle runter, bau ein Junta, macht mich munter, will sehen, wie du stehst, nach ner Nacht mit Schaps, die Tränen, Dinger, da denkst du, du hast nie gelebt, hab's erlebt und gefürchtet, musst du sehen, kann ich fürchten, schlaf mal ein, oh ja, ich müsste, liebe Grüße an den Schnee, oh weh, diese Küsse schmecken süßer und ich drück sie fest, die Nummer ist gewählt, Hamza, rest in peace. Klares Hirn, Rausch und Terror, dieser Wille. Ich bin Mann der Nacht, noch ne Nase und ne Pille. Willst du pennen, bleib ich wach. Rausch und Terror, dieser Wille. Ich bin Mann der Nacht, noch ne Nase und ne Pille. Willst du pennen, bleib ich wach. Rausch und Terror, dieser Wille. Ich bin Mann der Nacht, noch ne Nase und ne Pille. Willst du pennen, bleib ich wach. Rausch und Terror, dieser Wille. Ich bin Mann der Nacht, noch ne Nase und ne Pille. Willst du pennen, bleib ich wach. Steh am Bahnhof ohne Fahrplan und das Ticket ist gelöst. In der Magensäure, die Synapsen bilden neue Wege. Hab ich so noch nie gesehen, jetzt ergibt die Nummer Sinn. Nur weil ich gerne high bin, bin ich lange noch nicht blind. Für mich schlimm, wie du deine Zeit verschwendest. Ein Haufen Scheiße umgibt dich, liegt in deinen Händen. Willst du gerade vor ihnen stehen? Oder einfach salutieren? Rausch und Terror, dieser Wille. Ich bin Mann der Nacht, noch ne Nase und ne Pille. Willst du pennen, bleib ich wach. Rausch und Terror, dieser Wille. Ich bin Mann der Nacht, noch ne Nase und ne Pille. Willst du pennen, bleib ich wach. Rausch und Terror, dieser Wille. Ich bin Mann der Nacht, noch ne Nase und ne Pille. Willst du pennen, bleib ich wach. Rausch und Terror, dieser Wille. Ich bin Mann der Nacht, noch ne Nase und ne Pille. Willst du pennen, bleib ich wach. Haschrebellen vor Gericht. Unter dem Motto High sein, frei sein, Terror muss dabei sein, zeichnet Ende der 60er Jahre eine Gruppe von Sponti-Rebellen für mehrere Brandanschläge in Berlin verantwortlich. Mit dem ideologisch motivierten Terror der späteren RAF hat die Gruppe um Georg von Rauch, Michael Bommi-Baumann und Thomas Weisbecker allerdings wenig gemein. Den sogenannten Haschrebellen geht es in erster Linie um öffentlichkeitswirksame Sponti-Aktionen, ein neues, bewusstseinserweitertes Lebensgefühl und jede Menge Spaß. Als sich Quick-Reporter Horst Rieck im Januar 1970 in seinem Artikel »Ganz Deutschland muss brennen« kritisch mit der Spaßguerilla auseinandersetzt, gerät auch er ins Visier der Haschrebellen. Eine Abordnung der Kifferfreunde stattet dem reaktionären Journalisten einen spontanen Besuch in seiner Berliner Wohnung ab und stellt die Dinge auf ziemlich handfeste Weise klar. Im Juli 1971 müssen sich Bommi Baumann, Georg von Rauch und Thomas Weisbecker dann wegen Körperverletzung an Reporter Horst Rieck und weiterer Delikte vor dem Moabiter Gericht verantworten. Baumann und Weisbecker erhalten zunächst Haftverschonung und verlassen laut triumphierend das Gerichtsgebäude. Nur Georg von Rauch soll in U-Haft kommen. Doch als er abgeführt wird, gibt er protestierend seine wahre Identität preis. In Wirklichkeit ist er Thomas Weisbecker, der sich von Rauchs Brille aufgesetzt hat. Durch die langen Haare und wallenden Bärte aller drei Angeklagten war dem Gericht der simple Rollentausch nicht aufgefallen. Der echte von Rauch ist mit Baumann längst über alle Berge. Dem Gericht bleibt zunächst nichts anderes übrig, als nun auch Thomas Weisbecker gehen zu lassen. Einen Tag später wird er jedoch wieder verhaftet, diesmal wegen Beihilfe zur Flucht. Es gelingt Weisbecker allerdings, sich der Staatsgewalt zu entziehen und unterzutauchen. Lange kann er sich seines neuerlichen Coups jedoch nicht erfreuen. Knapp zwei Jahre später, im März 1972, wird Thomas Weisbecker in der Augsburger Innenstadt von einem Polizisten, angeblich in Notwehr, erschossen. Bereits ein halbes Jahr zuvor, im August 1971, war sein Spaßguerilla-Kumpan Georg von Rauch in der Eisenacher Straße in Berlin-Schöneberg unter ähnlich zweifelhaften Umständen von einem Kripo-Beamten getötet worden.
mal zu den Techno-Clubs, Alter. Da findest du die Drogendealer. Hier tankt es die normale deutsche Bevölkerung mit Ecstasy und Kokain und Scheißdreck voll. Und hier geht's uns hier auf die Eier. Das ist ein Witz der Geschichte. Fickt euch. Nazi-Scheiße!